Nämlich noch eine rostige Münze. So, und hier geht's weiter. Hier liegen überall, sind überall Nachrichten auf dem Boden. Wald voraus, tolle Nachricht. Versucht links. Ja, die können wir mal bewerten, die Nachricht. So, hier müssen wir den Hebel ziehen. Dann öffnet sich dieses Tor. Scheiter voraus, ja. Das sind wirklich die offensichtlichsten Nachrichten. Aber hier einfach durchrollen können wir uns nicht, erst wenn die Tür weit genug oben ist. Genug Zeit, die Sonne. Ja. So, hier den Gang entlang. Und schon sind wir in einer kleinen Höhle. Und man sieht schon, da unten ist eine kleine Insel im Wasser. Mit einer Truhe darauf. Auf die wir rüber können. Und ja, ich kann in Dark Souls 2 mit der Alt-Taste jetzt gehen. Das heißt, ich muss nicht mehr ständig Schildbashs machen. Also komme ich viel sicherer voran als im ersten Teil. So, damit betreten wir das erste richtige Gebiet. Den weitergefallenen Wiesen. So, erstmal wollen wir hier den Fluss hoch. Weil von oben haben wir ja gesehen, hier ist noch ein Gegenstand. So. Heimatknochen und die Seele eines Untoten. Hm. Kleinigkeit versteckt, aber eine nette Kleinigkeit. So, weitergehen. Da vorne sehen wir nämlich schon unseren ersten richtigen Gegner. Einen untoten Infanteristen. So, den wir ganz leicht ausschalten können. Und hier können wir noch einen Lebensstein abgreifen. Und der zweite hat uns bemerkt. Also ja, die Jungs hier sind nicht so die Härte, wie man gerade merkt. Man sollte sie allerdings trotzdem nicht unterschätzen. So, Leuchtfeuer aktivieren, aber rasten müssen wir nicht unbedingt daran. Weil so, weil wir sind ja noch voll und haben noch unsere beiden Ladungen. Du bist unbewaffnet. Du hast ein Schwert. Ein abgebrochenes. Nee, du hast ein Dolch. So. Jetzt den Bogenschützen hier ausschalten. Das sind die gefährlichsten. Und die gefährlichsten kommen jetzt gerade hier. Oh, sieht man ja. Wow. Gut. Die mit Schild und Schwert sind am gefährlichsten von den vier Varianten, die es insgesamt gibt. Die vierte liegt hier nämlich. Genau, der steht nämlich einfach so auf. Wenn wir nicht aufpassen. Wir können ihn vorher sogar noch hauen. Dann wow. Wir können ihn vorher sogar noch hauen, dann steht er instant auf und ist grantig. So, wir müssen jetzt hier die Leiter hoch. In einen Baum. Und hier sollten wir vorsichtig sein, weil hier sind verdammt viele Untote unterwegs. Verdammt viele Höhlen. Die wir erstmal provozieren sollten, dass sie hier runterkommen. Hoffentlich kommen sie einzeln und springen nicht. Ja, sie kommen einzeln. Dann hauen wir sie einfach von der Leiter runter. So. Das ist die einfachste Strategie, vor allem da wir als Schwertkämpfer ziemlich wenig Lebenspunkte haben eigentlich. So. Sollten wir da aufpassen. Gut, jetzt können wir hier hoch. Aus der Position sieht man schon mal einen komischen weißen Ritter, den ich jetzt mal ignorieren werde. Sondern einfach hier die nächste Leiter hochklettern. Werde. So. Genau, einen ausschalten. Zweiten ausschalten. Gut, hier ist nichts. Hier müssen wir jetzt den da ausschalten. Au. Und hier rüber springen. Weil hier drüben ist noch was versteckt. Beziehungsweise liegt noch was rum. Und zwar ein Kurzschwert, was wir nicht unbedingt brauchen. Aber die Seele ist sehr nützlich. So,
Einmal wieder zurückspringen. Einmal einen Flakon trinken. Und uns die Seele hier, die Not hier noch schnappen. Ja, es ist eine Seele, okay. Treffer ins Grüne. Ich sage immer Seele zu den leuchtenden Objekten. Aber eigentlich sind es ja irgendwelche Gegenstände. So, wieder hier runterrutschen. Und jetzt machen wir was Gefährliches. Nämlich, wie man sehen kann, da drüben liegt noch was. Also, springen. So, wir haben es geschafft. Manchmal schafft man es übrigens nicht. Oh, Wurfmesser, die können wir gleich mal hier reinstecken. Die brauchen wir nämlich nachher noch. Manchmal schafft man es nämlich nicht und klatscht unten auf und ist hier. Und da darf man die ganze Sache hier nochmal machen. Was ziemlich ärgerlich ist, wenn man dann die ganzen Seelen verliert. So. Die liegen auf einem Haufen. Und ja, wie ich es schon in Dark Souls 1 angesprochen habe, das sind jetzt keine Ragdolls mehr, sondern die liegen einfach nur noch so darum. Man kann also durch sie durchlaufen. Das haben sie eben rausgemacht, die Ragdolls, um Performance zu sparen und dass man nicht mehr immer das lästige, ich schleife den Gegner einen halben Meter an meinem Fuß hinterher. So, sammeln wir den Loot auf, der hier rumliegt. Auch neben dem Ritter, der tut nämlich nichts. Auch wenn das so ohne gerade Schwert nichts bringt. Und wenn wir uns den mal angucken, den Ritter. Leben tut er. Und er hat Pfeile im Helm stecken. Also ja, er ist anvisierbar, also er ist ein Gegner. So, dich weg. Hauen, du bist nämlich auch noch lebendig. Aber er ist ein ziemlich starker Gegner und für den sind wir noch definitiv viel zu schwach. So, durch den Baum, der hier einfach mal so in der Festung gewachsen ist, kommen wir weiter. Sprungangriff voraus, Vorsicht vor Duo. Also ja, da, wenn man da reinspickt, sehen wir schon mal weitere Hülleninfanteristen. Und hier um die Ecke lauert auch noch einer, den wir allerdings als erstes ausschalten werden. Und dann können wir hier uns um die beiden kümmern, die einfach mal so da rausstürmen. So, einer ist weg. Au. Nicht so hart, du Flegel. Und er gibt uns seine Axt. So, hier drin müsste was versteckt sein. Genau, nämlich hier. Holzbolzen. Irre toller versteckter Schatz, aber das ist hier nichts. Wir hätten übrigens auch durch das Loch da rein können, aber das wäre fast blanker Selbstmord gewesen. Wow. Und der da ist eine neue Art von Gegner. Und zwar ist der hier, das hier ist ein Höhlensoldat. Wie man gerade gesehen hat, hat er sogar Stulpen getroppt. Höhlensoldatenstulpen. Und die sind eben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, im Gegensatz zu den Höhleninfanteristen. Genau, die werfen sogar teilweise Feuerbomben, also sollten wir uns in Acht nehmen von ihnen. Und dem werfen wir jetzt einfach mal ein Wurfmesser. Du bist nicht runtergefallen? Dann kriegst du noch ein Wurfmesser, so. So, werfen wir dem ein Wurfmesser in die Kniekehle. Und gucken mal da hinten kurz weiter. Ja, hier steht noch einer versteckt. Komm, stirb. Und ein Faustschild, was wir nicht unbedingt brauchen werden. Gut. Hier jetzt hochklettern. Und dann hier rum. Hier ist nämlich noch etwas. Das wir einfach mal so einsammeln können. Zauberurnen. Und der hier steht auf mit seiner Helebarde. Also ja, es gibt ziemlich viele pseudotote Gegner hier, die einfach so aufstehen, so richtig zombie-mäßig. So, wir können jetzt durch die Tore gehen, aber ich will erst einmal hier runter gucken. Denn dieses Gebiet hier ist so gesehen abgeschlossen. Wow. Ah. Das war nicht elegant. Lieber mal was trinken.
Das war definitiv nicht sonderlich elegant von uns. Hier ist der Weg zurück. Den wollen wir erstmal nicht. Wir wollen erstmal hier runter. Ja. Aua. Okay. Sprungangriffe sind irgendwie nicht so meine Stärke mit dem Charakter. Deswegen, weil wir keine Estus-Flakons mehr haben, müssen wir jetzt erstmal auf Lebenssteine zurückgreifen. Die kriegen wir zum Glück sehr häufig eigentlich. Deswegen können wir die auch ruhig ein bisschen verbrauchen. So. Jetzt geht es hier drüben die Rampe runter. Und auf den Baum. Und man könnte, wenn man sich den Baum so ansieht, meinen, hurra für Zwickmühle, dass man von diesem Baum aus irgendwo hinspringen könnte. Kann man aber leider nicht. Versucht joggen und dann springen. Naja, bringt leider nicht viel. Okay, da kommt schon mal ein Untoter. Der allerdings leicht zu besiegen ist. Genau wie du eigentlich. So. Und ja, die droppen Lebenssteine. Deswegen können wir auch gut aufpassen und auf ein paar Lebenssteine verzichten. Noch mehr Untote. Wow. Wo kommst du hinter mir her? Ja, ein Hoch auf Infanterie, Hülleninfanteriestiefel. Ein Hoch aufs Ausweichen. So. Und der letzte hier. Auch weg. Ja, mit den zwei Waffen macht das schon ein bisschen Spaß. Hier sieht man, brennt alles. Aber hier liegt was versteckt, nämlich nochmal drei Lebenssteine. Ja, wir haben jetzt schon 19 Lebenssteine. Damit haben wir schon mal ein paar. Was ich sehr, sehr toll finde. Und hier haben wir versteinerte Leute. Also auch immer die versteinert hat. Sie scheinen schon ziemlich lange versteinert zu sein. So, was liegt hier? Höllensoldatenhelm. Und wir hören hier irgendwas explodieren, nämlich da in dem brennenden Gang. Tod voraus. Ja, sehr aufmunternd. Tür voraus und dann hurra für Waffe. Also wir gehen erst einmal ein Stück hier rein. Sehen da hinten schon die Feuerechse und dann rennen wir wieder raus, weil genau hier ein Hinterhalt kommt. Und zwar müsstest du nicht der Einzige sein, sondern da müsste noch einer runterspringen. Genau. So, was hast du für mich dabei? Einen Lebensstein? Du hast nichts. Gut. Nehmen wir die Seele des stolzen Ritters. Und dann warten wir einfach mal ab. Der hier spuckt nämlich solange diese komische Feuerechse, dieser Feuerleiser, der spuckt immer im selben Muster. Deswegen, also jedenfalls solange wir ihn nicht anpissen. Deswegen können wir das einfach abwarten und uns dann das Feuerlangschwert schnappen. So, und wieder raus hier. So. Feuerlangschwert ist schon mal eine gute Waffe eigentlich. Solange wir nicht, uns nicht unsere erstmal endgültige Waffe leisten können. Die will ich mir nämlich beim Schmied kaufen, sobald er mir was verkaufen tut. Gut. Geht es jetzt hier durch dieses Loch zurück. Wir können schon mal wieder auf den Estus-Flakon umschalten. Und hier die Treppe wieder hoch. So, damit wäre das optionale Gebiet da abgeschlossen. Zu dem da hinten, zu diesem komischen Baum, den man da sehen kann, und zu dem Loot da oben drauf, kommen wir erstmal noch nicht. Da müssen wir einen anderen Weg finden. So, aber wir können jetzt hier die Tür öffnen. Und das nächste Leuchtfeuer entzünden. Und ein neuer NPC für uns. Hallo.
Also ja, eine komische alte Frau. Kaufbahn Heck Melencia. Mhm. My name is Melencia. Oder Melencia. You're stranger to this land. Oh, we get as strangers these days. Everybody's gone and run off. Ja, alle anderen sind zu Hüllen geworden. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. When the giants crossed the sea. Ja, da sagt sie was, als die Riesen, oder jetzt hier, ja, als die Riesen, hier war jetzt gerade ein Übersetzungsfehler, ja, sie hat Giganten gesagt, also damit sind eigentlich Riesen gemeint, das Meer überquert haben, um nach Dragon Lake zu kommen. Seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all my things right with me. You may travel light, but methinks you bear a burden of your own. Ja, deswegen trägt sie so eine Art Haus mit sich rum, ne? They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you hear what they also say? Don't believe what an old hag says. Ja. It's high time that I pick up a move. Of a bargain for you. Next time we meet, my love. Ja, ein Schnäppchen für uns. It's high time that okay. I pick up. Sie wiederholt sich. Wir gucken mal in ihre Gegenstandskiste. Denn sie hat so einige Sachen bei sich, die wichtig sind. Erst einmal hat sie Lady Grass Schlüssel. Öffnet Schmied Leningras Lan in Machula. Der ist gekauft. Und das zweite, was gekauft ist, ist eine Feuerbombe. Die werden wir nämlich später brauchen. So. Wir können jetzt die Leiter hier runternehmen oder die Treppe hinauf. Wir nehmen erst einmal die Treppe hinauf. Genau. Zu dieser Tür hier, die ist abgeschlossen, aber man sieht, sie ist ziemlich im Eimer. Deswegen hauen wir sie einfach mal ein. So. Und hauen den hier zu Klump, wenn er aufstehen würde. So. Und ich nehme jetzt absichtlich nur das Kurzschwert, also meine andere Waffe, weil wie man sehen kann, wenn man unten hinguckt in meine, zu meinen Waffen, unter den beiden Waffen sind so rote Balken, das sind ihre Haltbarkeit. Wie man sehen kann, mein Krummschwert ist schon fast kaputt. Und wenn es kaputt ist, dann kann es nur vom Schmied repariert werden, was ziemlich nervig sein kann. Oh, Vorsicht. Truhen sollten wir nicht kaputt schlagen. Also Holztruhen. Weil sonst geht der Inhalt kaputt und wir kriegen nur Abfall. Also Rubbish. Den man auch aus dem ersten Teil kennt. Und du hast eine Feuerbombe, für die wir uns gerade gekauft haben. Die brauchen wir nämlich an einer bestimmten Stelle. So. Hier öffnen. Denn hier liegt, ist noch eine Truhe aus Metall diesmal. Die können wir nicht kaputt hauen. Die enthält eine neue Scherbe und einen kleinen weißen Speckstein. Also können wir unseren Flakon jetzt auf 3 verstärken. Und hier ist ein göttlicher Segen noch für uns. So. Also. Erstmal Gegenstandskiste, ein paar Sachen aussortieren. Wie zum Beispiel den göttlichen Segen, die rostige Münze. Den Speckstein, den kleinen weißen, brauchen wir nicht. Den benutze ich nämlich eigentlich ungern. Wir kriegen nämlich bald den normalen. So, Kurzschwert und so weiter. Waffenmäßig. Packe ich ein paar Sachen mal weg. Infanterieaxt zum Beispiel. Die heilige Glocke kann ich wegpacken und die beiden Schilde. Die Sachen sind wertlos, die Hüllensoldaten. Die können wir später bei einem bestimmten Charakter verkaufen. So. Und jetzt geht es erstmal zurück nach Majula ans ferne Feuer. Ja, man kann sich von Anfang an zwischen Leuchtfeuern teleportieren in Dark Souls 2.
Gut.